Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe ihr habt alle einen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei der Bundesliga-Prognose. Der fünfte Spieltag steht an und wenn euch nur Einzelspiele interessieren, sind die Timestamps wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Damit schauen wir direkt auf die Tabelle vor diesem Spieltag. Auf Platz 1 steht eben der VfL Wolfsburg, dicht gefolgt, 2 Punkten Abstand. Haben wir dahinter Bayern München, dann Borussia Dortmund und Mainz mit 9 Punkten. Und ganz unten steht Hertha BSC auf dem Relegationsplatz. Punktgleich mit RB Leipzig, auch mit 3 Punkten, muss man sich mal geben. Und Augsburg, Kräuter Fürth, darunter. Als allererstes Spiel, halt, da haben wir auch schon beide Mannschaften, die eben gerade erwähnt wurden, nämlich Hertha BSC und Kräuter Fürth. Am Freitagabend um 20.30 Uhr in Berlin wird gespielt und beide Mannschaften brauchen jeden Punkt. Hertha hat jetzt den Sieg einfahren können gegen den VfL Bochum und jetzt kommt mit Fürth der nächste Abstiegskandidat, der nächste Aufsteiger. Das heißt eigentlich, sind hier 3 Punkte Pflicht. Sie müssen hier gewinnen, sie müssen hier vor allen Dingen auch überzeugen können. Und ich glaube, dass sie so langsam in Schwung kommen können. Mein Tipp ist hier nämlich ein 4:1 für Hertha BSC, also ein deutlich besseres Ergebnis auch noch als gegen Bochum und damit sogar der zweite Sieg in Folge. Und mit 6 Punkten kann man gerade so früh in der Saison noch deutlich springen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt, liked das Video und abonniert den Kanal. Das erste Samstagsspiel ist dann Augsburg gegen Gladbach um 15.30 Uhr. Die Augsburger haben nicht enttäuscht gegen Union Berlin, haben endlich mal auch ein bisschen Offensivdrang zeigen können in ihrem Spiel nach vorne. Das hat auf jeden Fall gefehlt an den ersten Spieltagen, also wirklich auf jeden Fall. Die Spiele mit Augsburg konnte man sich fast nicht geben, sorry liebe Augsburg-Fans, aber das war wirklich ekelhaft, sich das anzuschauen. Das ist einfach eine Philosophie, ich will nicht sagen Anti-Fußball, das wäre viel zu hart, aber man macht eben das, was in dem Bereich seiner eigenen Möglichkeiten steht. Und genau das müssen sie auch gegen Gladbach tun. Hinten sicher stehen, eklig sein, 1-2 Duelle suchen, also dass man die Gegner wirklich doppelt, die einem gefährlich werden können. Und dann kann es was werden, denn die Gladbacher sind auch nicht gerade gut in Form. Haben jetzt aber auch den ersten Saisonsieg geholt gegen Arminia Bielefeld mit einem 3:1 im letzten Spieltag. Und vielleicht können sie da ein bisschen Mut draus schöpfen, denn gerade Lars Stindl ist eigentlich in sehr guter Form. Einige Spieler kommen jetzt langsam zurück, die ihnen wirklich gefehlt haben. Klar, Konrad Leiner, der wird doch ewig lang fehlen. Aber auch ein Zakaria ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen tippe ich hier auf ein 2:1 für Gladbach. Die wichtigen Spieler kommen zurück. Gladbach kommt langsam in den Tritt. Aber es wird ein knappes Spiel werden. Das nächste Spiel am Samstag wird dann Bielefeld gegen Hoffenheim sein. Und die Hoffenheimer haben mich im ersten Spieltag gegen Augsburg noch so überrascht und so überzeugt mit ihrer Spielweise. Extrem ideenreich, sehr geradlinig, teilweise auch nach vorne, auch gegen Dortmund, diese knappe Niederlage, dieses 2:3 aus Hoffenheimer Sicht, extrem knapp gewesen, da waren sie gerade in der zweiten Hälfte super gut, aber was jetzt in den letzten Spielen gelaufen ist, das war wirklich enttäuschend. Gegen Mainz war das einfach viel zu wenig und auch schon gegen Union Berlin, ja, war das auch nicht ganz so stark, gerade weil sie ja noch in Überzahl, meine ich, gewesen sind bei diesem Spiel. Na, wobei, nee, das war ja in der 90. Minute, das klammern wir ein bisschen aus. Nichtsdestotrotz haben mich die Hoffenheimer ein bisschen enttäuscht. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Es ist eine Mannschaft mit vielen Spielern, mit einigen Schwankungen in ihrer Leistung. Und das, ja, spiegelt sich eben in den Ergebnissen wieder. Bei Bochum, die haben jetzt eben das letzte Spiel gegen Hertha BSC verloren. Gegen Hertha BSC verloren. Und für mich ist diese Mannschaft ein ganz klarer Abstiegskandidat. Sie haben ein bisschen die Spielphilosophie wie Arminia Bielefeld, sind aber insgesamt personell schlechter aufgestellt und das spricht natürlich nicht gerade für eine erfolgreiche Saison. Meinte bei diesem Spiel ist auch ein 2:0 für Hoffenheim. Ich frage mich, wie lange ich noch an diesen positiven Tipps für Hoffenheim festhalten kann. Für diesen Spieltag halte ich es nochmal durch. Das vierte Spiel im Bund ist dann Bayern gegen Bochum. Hier mache ich es dann relativ kurz. Die Bayern haben unter der Woche den FC Barcelona mit 3:0 höchstverdient geschlagen. Die hatten da keine wirklichen Probleme und mit Bochum kommt jetzt wieder quasi das Alltagsgeschäft. Wie gesagt, ich mache es kurz. Mein Tipp ist hier ein 4:0 für den FC Bayern München. Sie sind extrem stark, sind jetzt unter Nagelsmann auch deutlich gefestigter. Schaffen jetzt es auch endlich mal Spiele zu Null zu bestreiten. Und ich denke, dass sie eben jetzt einen richtigen Lauf starten können und VfL Wolfsburg vielleicht sogar in den nächsten Spieltagen überholen werden. Das nächste Samstagsspiel ist Mainz gegen Freiburg und die Mainzer scheinen, das habe ich schon beim letzten Rückblick, meine ich, erwähnt, die so starke Form aus der letzten Saison mitgenommen zu haben.
Sie haben einen super Saisonstart hingelegt, sind momentan eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, punktgleich mit Dortmund auf Platz 4. 3 Siege, eine Niederlage. Und jetzt kommt der SC Freiburg. Und ich habe das, ja, so ein Gefühl, dass diese Heimspiele für Mainz unglaublich wichtig sein werden. Denn das Publikum in Mainz ist einfach super klasse. Und das kann sie von Sieg zu Sieg tragen. So haben sie Leipzig geschlagen und so werden sie meiner Meinung nach auch den SC Freiburg schlagen. Freiburg ist definitiv nicht schlecht. Ich bin ja auch auf Platz 5 der SC Freiburg. Freiburg hat auch noch gar kein Spiel verloren. Ich glaube aber, dass es diesmal soweit sein wird. Freiburg wird dieses Spiel verlieren, eben mit einem 3:1 für Mainz und damit die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Das Topspiel dieses Spieltags ist Köln gegen Leipzig und das ist so ein spannendes Spiel. Leipzig hat jetzt gegen City extrem auf den Deckel bekommen, aber war auch nicht schlecht. Gerade einfach was die Offensive anging. Aber die Defensive ist so schlecht. Der Abgang von Konaté, von Upamecano, das tut weh. Und natürlich schlecht in Bezug auf die Defensive der Vorsaison. Natürlich ist die Leipziger Defensive jetzt nicht desolat und kann gar nichts. Aber in Bezug auf die Vorsaison ist sie einfach maßgeblich geschwächt. Und die Kölner könnten genau in dieses Jahr, ich würde mal sagen, Vakuum in der Defensive reinstoßen. Die Kölner stehen momentan, ich schaue nochmal kurz nach, 5 Plätze vor RB Leipzig mit 4 Punkten Abstand. Das heißt, selbst mit einem Sieg könnte Leipzig die Kölner nicht mal überholen. So sieht das momentan aus. Und ich glaube sogar, dass es gegenteilig kommt. In dem Sinne, dass Köln das Ganze 2:1 gewinnen wird, also ein Heimsieg für den FC Köln. Am Sonntag haben wir dann wieder 15.30 Uhr Stuttgart gegen Leverkusen. Da zu der Uhrzeit am Sonntag durften die Stuttgarter schon letzte Woche ran gegen Frankfurt. Da gab es dann unentschieden ein 1:1, auch wenn Frankfurt viele Chancen hatten. Stuttgart sogar in Unterzahl war. Aber bei diesem Spiel muss Stuttgart schauen, dass sie diese Doppelbelastung von Leverkusen oder Dreifachbelastung in dem Sinne richtig ausnutzen. Leverkusen spielt jetzt am Donnerstag, momentan, wo ich es aufnehme, spielen sie gerade und haben gerade die 2:1-Führung geschossen in der 1960. Und das ist halt schon, in der Euroleague hat man teilweise sehr, sehr viele Reisen, die sehr, sehr wehtun können. Momentan spielen sie zu Hause, deswegen wird der Effekt wahrscheinlich noch nicht so groß sein und wir sind noch am Beginn der Saison. Nichtsdestotrotz sind das zwei Mannschaften, die wieder mal für komplette Offensive stehen und wie am letzten Spieltag Leverkusen gegen Dortmund werden hier auch wieder einige Tore fallen. Mein Tipp ist hier aber auf ein 4:2 Auswärtssieg für Leverkusen, also ein 2:4 Niederlage für den VfB Stuttgart, der damit nicht so den guten Saisonstart hinlegt, wie man es vielleicht nach dem 15. Kräuterfürth hätte vermuten können. Das liegt aber auch daran, dass die Offensive noch nicht ganz das Potenzial hat wie in der letzten Saison und, was auch noch dazu kommt, die Defensive noch mal weniger gefestigt ist als in der letzten Saison. Das Sonntagsspiel um 17.30 Uhr ist Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Die Dortmunder konnten gegen Beşiktaş einen wichtigen ersten Sieg einfahren, haben es noch unnötig spannend gemacht, da gab es unzählige Chancen, um das 3:0 nachzulegen, haben sie nicht genutzt, aber am Ende eben doch noch gewonnen. Union Berlin spielt, wie gesagt, auch gerade, ähnlich wie Leverkusen, haben gerade zur Zeit der Aufnahme das 1:1 geschossen in der 70. Minute. Also die tun sich auch relativ gut präsentieren in der Conference League. Beide Mannschaften haben also die Doppelbelastung zu spüren bekommen jetzt unter der Woche und Union Berlin hat natürlich einen Tag weniger Regeneration und mit einem Kader, der noch weniger dafür ausgelegt ist, eben international zu spielen, ist das natürlich schon eine Belastung. Und ich glaube, das wird sich diesem Spiel auch anmerken. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade weil Union Berlin ja sehr körperlich spielt, das Spiel spätestens nach so 50, 60, 70 Minuten sehr stark auf die Dortmunder Seite kippen kann und meiner Meinung nach dann auch wird. Ich tippe nämlich auf ein 2:0 für Borussia Dortmund. Die Dreifachbelastung wird sich bei Union Berlin bemerkbar machen und deswegen werden sie auch verlieren. Das, ja, mitunter eigentlich Topspiel für mich an diesem Spieltag, zumindest von den Namen her, ist Wolfsburg gegen Frankfurt. Die Wolfsburger eben unangefochten an der Spitze jedes Spiel gewonnen mit nur 6 geschossenen Toren, muss man ja auch mal sagen. Und im Tabellenkeller steht Frankfurt mit 3 Punkten, also was für Topspiel. Aber beide Mannschaften, finde ich, haben einen relativ positiven Trend. Bei Wolfsburg, gut, da muss man nicht erklären, warum das so ist. Aber bei Frankfurt fand ich die Spielweise immer wieder besser und auch, ja, dieses Unentschieden, das Spiel gegen Stuttgart war relativ unglücklich, meiner Meinung nach. Und deswegen, finde ich, kann man diesen positiven Trend erkennen. Sie haben das Spiel gegen Dortmund zu Beginn der Saison verloren und dann eben nur noch unentschieden gespielt. Und das sind eben, wenn man unentschieden spielt, immer knappe Spiele. Dann ist das hier ein 1:0 für Wolfsburg. Ich finde einfach, die Defensive scheint mir zu stark momentan.
auch wenn unter der Woche das Spiel gegen Lille ein bisschen was anderes gezeigt hat. Gerade Jonathan Brooks war da nicht so gut. Trotzdem glaube ich immer an einen 1-0-Sieg für Wolfsburg. Sie werden ihre Effizienz bewahrt haben, auch unter der Woche oder auch über die Woche jetzt mit dem Unentschieden in der Champions League, wo die ja trotzdem ja ohne Gegentor geblieben sind. Sie werden die Defensivkönige der Liga sein, zumindest Stand jetzt, und das Spiel gewinnen. Das waren also alle Tipps. Schauen wir noch kurz auf die Tipptabelle. Da ist natürlich Wolfsburg ganz oben dahinter. München, Dortmund und Mainz relativ im Gleichschritt, also da ändert sich genau gar nichts. Leverkusen und Köln machen ein paar Punkte gut und ganz unten sehen wir auch, dass Hertha ein bisschen wieder raustragen kann und im Abschiedskampf haben wir dann Bochum, Augsburg und Kräuter Fürth auf den letzten drei Plätzen. Ich hoffe, die kleine Prognose hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde, und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.